Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück zu Europa Universalis 4 und unserem Projekt in 375 Jahren um die Welt. Und ihr habt euch mit großer Mehrheit für Russland entschieden als nächstes Land. Und insofern starten wir also jetzt 1694 mit Russland. Und wie gewohnt in dieser ersten Folge kein Spielfortschritt, sondern wir werden ausführlich über die russische Geschichte sprechen. Wir werden über die Entwicklung Russlands hier im Spiel sprechen und wir werden über die Lage Russlands hier im Jahre 1694 sprechen und was das für uns bedeutet, was jetzt die nächsten Ziele sind. Aber fangen wir mal an mit der großen und interessanten russischen Geschichte. Und auch wenn das vor der Zeit von Europa Universalis liegt, müssen wir eigentlich am Beginn über die Kiewer Rus sprechen, gewissermaßen als Keimzelle des Ganzen. Ein Fürstenverband, ein Großfürstentum, das aus Teilfürstentümern bestand, das ja etwa so zwischen 900 und 1200 existierte, in höchster Blüte teilweise stand und gegründet wurde oder sich entwickelt hatte, eigentlich aus der Verbindung von nordischen, also von Wikinger, Händlern, Waregern, wie man sie bezeichnen kann, die hier die Flüsse befahren haben, um mit Byzanz Handel zu treiben und an den Ufern der russischen Flüsse eben Stützpunkte gebaut haben und dadurch in Kontakt mit der slawischen Bevölkerung standen, diese auch brauchten, zum Beispiel um Pelze und so weiter zu bekommen. Das verband sich sozusagen. Sie wurden eine Art Oberschicht. Die slawische Bevölkerung war dann die Bevölkerung und die vermischten sich. Die Wareger wurden slawisiert und daraus entwickelte sich eben diese Rus, vermutlich sozusagen von diesem den Rothaarigen herstammt, bezeichnet dann plötzlich die gesamte Bevölkerung irgendwann. Und daher dann tatsächlich auch der Begriff die Russen. So, oder Russland. Also, das ist sozusagen die Keimzelle. Das Ganze, wie gesagt, so etwa bis 1200. Danach zerfiel das mehr oder minder in diese Teilfürstenstaaten. Vorher waren das auch schon relativ unabhängige Teilfürsten, aber unter einem Herrschergeschlecht, den Rurikiden. Und es gab eine gewisse Erbfolgesystem, nämlich ein Senioritätsprinzip. Immer der Älteste wurde dann ihr Großfürst. Und das folgte dann immer so nach und nach. Irgendwann funktioniert das nicht mehr. Es gab Erbstreitigkeiten und so weiter. Eine Schwäche. Und dann kamen noch, und das war sozusagen der entscheidende, nein, das war vielleicht nicht der entscheidende Punkt, aber auf jeden Fall kam das zusammen. Dann kam der Mongolensturm nach 1200 aus dem Osten. Und der, ja, dem konnten diese restlichen Fürstentümer nichts mehr entgegensetzen. Das war ein grundstürzendes Ereignis für die gesamte Region hier, würde ich mal sagen. Das war ein Enkel von Genghis Khan, die hier diesen Zug nach Westen unternommen haben und die Länder unterworfen haben, teilweise geplündert haben, aber teilweise auch dauerhaft tributpflichtig gemacht haben. Man kann so davon ausgehen, dass so von 1240 an die meisten der russischen oder ehemaligen Rus-Fürstentümer den Mongolen tributpflichtig waren. Ihr Hauptsitz, sie bildeten dann das, was sozusagen als Blaue Horde bekannt geworden ist, der größte Teil der Goldenen Horde. Es wird häufig gleichgesetzt, aber die Goldene Horde war, glaube ich, noch ein gewisser größerer Verband, der dann auch irgendwie formal noch dem Großkhan unterstand, aber das zerfiel dann auch. Aber auf jeden Fall, die Russen hatten es mit der Blauen Horde im Wesentlichen zu tun. Übrigens, die Mongolen kamen während des Mongolensturms kamen sie tatsächlich bis Breslau. Also, das kann man sich heute kaum vorstellen, bis Ungarn natürlich auch, das kennt man vielleicht. Dort haben sie sich aber mehr oder minder wieder zurückgezogen, aber hier blieben sie, irgendwie ihre Hauptstadt lag so in diesem Bereich und blieben und unterwarfen diese Fürstentümer und die waren, ja, hatten eine relative Selbstständigkeit. Sie wurden also nicht direkt von diesen Khanaten oder von der Blauen Horde regiert, sondern sie mussten regelmäßig halt Tribute zahlen und sie mussten Soldaten stellen als Hilfstruppen für deren Armeen. Wenn sie das nicht getan haben, gab es halt einen Kriegszug der Horde in diese Gebiete, dann wurden die Städte geplündert und so weiter. Das wollte man verhindern. Die Lage dieser Teilfürstentümer, die ihr jetzt hier nicht mehr seht, war sehr unterschiedlich, beziehungsweise wir können ja eigentlich mal hier reinspringen, genau, und ja in 1444, wo Moskau schon das stärkste ist. Wir sind aber noch ein bisschen vor dieser Zeit. Die Lage war sehr unterschiedlich und es war auf jeden Fall sehr, sehr offen, wie sich das weiterentwickeln würde. Aber ja,
es tatsächlich hat es dann dieses eine Teilfürstentum Moskau geschafft, immer stärker zu werden durch eine geschickte, kluge Politik auch der Ausnutzung der Blauen Horde, die sie zum Großfürsten ernannt haben, also die Blaue Horde. Der Khan hat sozusagen immer einen der Teilfürsten zum Großfürsten ernannt, der gewissermaßen die Tribute einsammeln sollte. Und das wurde da geschickt ausgenutzt. Man schafft es, andere Teilfürsten zu erobern und so weiter und so fort. Das hätte auch ganz anders laufen können. Das hätte eigentlich auch jedes andere Fürstentum vielleicht schaffen können. Twer war eine Zeit lang der größte Konkurrent. Aber zu diesem Zeitpunkt 1444 war die Sache für Moskau schon fast gelaufen. Moskau ist übrigens das jüngste dieser Teilfürstentümer. Es wurde erst 1290 erschaffen. So, und in diese Herrscher in Moskau, auch Rurikiden, die hatten sich dann tatsächlich explizit es zum Ziel gesetzt, die Sammlung der Erde der Rus zu schaffen. Das heißt, also die Erinnerung an die Rus war da und alles, was der Rus gehörte, wollten sie vereinen. Also ein ganz klar expansionistisches Ziel, ein Vereinigungsziel. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept. Später nannte man das die Sammlung der russischen Erde. Und noch heute, Wladimir Putin hat dies ausdrücklich mal als Ziel seiner Politik in einer seiner Reden nach der Annexion der Krim genannt. Also das ist sehr, sehr wirkungsmächtig in der russischen Geistesgeschichte gewissermaßen. So, das gelang Moskau hervorragend durch Krieg, durch Kauf, durchaus durch diplomatische Aktionen und so weiter. Ein sehr komplexer Prozess, der über mehrere 150, vielleicht 200 Jahre ging und Moskau dann am Ende zum alleinigen Großfürstentum oder Fürstentum machte. Nebenbei, und das war natürlich der entscheidende Punkt für Moskau, nebenbei gab es innere Konflikte in der Horde selbst, die zerfiel. Also das, was ihr hier seht, ist schon die zerfallene Horde. Die echte Horde, die umfasste so im Prinzip das Gebiet hier südliches Litauen hier, Krim, die Blaue Horde, Kasan, Nogai, Usbekistan, so dieses Gebiet, das war die Blaue Horde mal in größter Ausdehnung. Und die zerfiel eben in verschiedene Teilstaaten, so in etwa wie ihr seht, Kasan, Nogai, die und so weiter, der Rest davon. Und das war natürlich von großem Vorteil für Moskau. Sie konnten sich dann irgendwann von dieser Tributzahlung lösen, sich gewissermaßen unabhängig machen. Aber, und das darf man nicht vergessen, diese Bedrohung durch die Khanate war noch lange Jahre oder vielleicht sogar Jahrhunderte relevant. Also noch 100 bis 150 Jahre später. Wir sind jetzt schon so im Jahr 1350 bis 1380, wo diese Horde zerfallen ist, also noch bis ins 16. Jahrhundert hinein, waren diese Khanate eine große Gefahr. Am Ende die Krim-Tataren, dazu kommen wir später noch. Das war also immer ein Thema. Ja, die zweite oder der entscheidende nächste Dreh, den diese Geschichte bekommen hat mit Moskau, ist die Tatsache, dass sie natürlich eine Sache verband mit dem, mit dem Rest des Byzantinischen Reiches, nämlich der orthodoxe Glaube, der sich von dort ja gewissermaßen hier missionarisch auch ausgebreitet hat. Und mit dem Fall von Byzanz sah man sich aus verschiedenen Gründen in der Nachfolge gewissermaßen. Und da wurde die Idee dieses dritten Roms entwickelt. Und aus dieser Ambition heraus schuf man sozusagen erstmal weitere, man kann schon sagen, imperiale Ansprüche. Und zweitens, außerdem, der zweite Hintergrund war, dass im Blick aus Europa existierte eigentlich dieses Fürstentum Moskau nicht wirklich, wurde auch durch Litauen nicht anerkannt als Großfürstentum. Und sie versuchten irgendwie eine eigene Rechtsform zu schaffen, um auch souverän auftreten zu können. König konnten sie sich irgendwie nicht nennen. Auch das hatte bestimmte ideengeschichtliche Voraussetzungen. Und da kam diese Idee sozusagen der Nachfolge gerade recht. Und in dieser Nachfolge nannten sich dann, oder kam zuerst dieser Gedanke aus, sich selbst sozusagen Zar zu nennen. Ivan III. Hat das schon intern genutzt, auch in diplomatischen Schreiben. Offiziell
war es dann Ivan der Vierte, der Schreckliche, der Mitte des 16. Jahrhunderts erstmals als Zar gekrönt wurde. Die Expansion oder die Expansionsbemühungen gingen in alle Richtungen weiter. Es gab große Kriege gegen Litauen, auch einige Gebietsgewinne dort in dieser Richtung. Jetzt können wir fast schon mal wieder rausgehen aus dem Modus. Es gab Konflikte mit Schweden, die dazu führten, das lief aber nicht so gut, dass sie hier erstmal Ostseezugang verloren haben. Das war nächstes großes Thema. Aber was wiederum sehr erfolgreich war, waren Aktionen, ich gehe doch nochmal rein, gegen diese östlichen Khanate, gegen Kasan, gegen Nogai und so weiter. Und das eröffnete ihnen dann, nachdem diese besiegt wurden, den Weg in den Osten, und zwar die Kolonisierung und Besiedlung von Sibirien. Und das, muss man sagen, war schon eine wahnsinnige Großtat, wenn man sich das vorstellt. Sie waren etwa im Jahr 1700, waren sie am Pazifik angekommen. Natürlich noch nicht irgendwie vollständig besiedelt, aber doch schon mit Festungen, mit kleinen Ansiedlungen und so weiter und so fort. Und das wurde begonnen von sehr wenigen. Das war so eine Art Kooperation von staatlichen und privaten Ambitionen. Also da wurde ein großer Moskauer Händler beauftragt, gewissermaßen diese Ostsiedlung durchzuführen. Der wiederum engagierte die Kosaken, Wehrbauern gewissermaßen, die hier im Grenzbereich zu den Tataren die Grenze verteidigten. Und mit etwa, nicht mal ganz 800 Mann gelang es diesen, mit guter Ausrüstung allerdings, hier ein sibirisches Khanat zu besiegen und dadurch weiter gen Osten vorzudringen. Also man kann da von einer echten Kolonisierungsgroßtat sprechen, die in Europa überhaupt nicht bekannt wurde. Sie drangen ja dann bis nach Alaska vor. Das gelang ihnen vor allem übrigens durch diese ganz interessante Ost-West-Ost-Ausrichtung der Flüsse. Wir sehen das hier. Dadurch kann man hier auf den Flüssen relativ gut entlang, auch wenn die Fließrichtung eine andere war, aber das ermöglichte hier auch, das ermöglichte das Fortkommen und die Besiedlung Sibiriens relativ gut. So, das sind so die ganz großen Entwicklungen. Auch gegen die Khanate im Süden drangen sie nach und nach vor, aber ja, ein großes Thema blieb dann auch im 17. Jahrhundert noch dieses Krim-Khanat, das sich dann, weil es gemerkt hat, sie kommen gegen diese erstarkenden Russen, das Russische Reich, Moskau, wie auch immer, kommen sie nicht gegen an, und die unterstellten sich dann den Osmanen. Und dementsprechend schwierig wurden diese Konflikte, auch wenn sie immer weiter zurückgedrängt wurden. Aber selbst in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, gibt es noch die Krim-Tataren historisch, und das Osmanische Reich ist damit auch ein großes Problem des Russischen geworden. Und interessanterweise befinden wir uns tatsächlich jetzt in der europäischen Phase der sogenannten Türkenkriege, in denen Russland genauso mit verwickelt und involviert waren. Also durchaus sehr starke Parallelen hier zu der echten historischen Entwicklung. Das Ganze muss man sich aber immer bewusst machen, das klingt jetzt alles wie ein sehr koordiniertes, lineares Wachstum. Es gab aber extreme Phasen von Chaos und Rückschlägen. Die schlimmste, die sogenannte Zeit der Wirren zwischen 1580 und 1620, wo die Rurikiden ausgestorben sind, wo es dann Erbfolgestreitigkeiten gab, wo die Polen sich eingemischt haben, wo es kurzzeitig gewissermaßen einen polnischen Herrscher in Russland gab, also die waren kurz davor, gewissermaßen die Herrschaft dort zu übernehmen. Das führte dann zu Volksaufständen und was weiß ich, bis schließlich dann, die Adeligen bekriegten sich natürlich, bis schließlich dann ein Romanow gekrönt wurde zum Zaren, und aus dieser Reihe entstand dann, und das ist der Zar, der jetzt eigentlich hier ganz groß wurde, Piotr Perwoj, Peter der Große, und die späteren Romanows. Das vielleicht so erstmal als grober Überblick. Ich möchte aber noch über zwei, drei spezielle Entwicklungen sprechen, die wichtig sind. Gewissermaßen eher so strukturelle Dinge. Das erste, ein bisschen religionshistorisch, das Thema Kirche. Also über den orthodoxen Glauben haben wir schon ein bisschen gesprochen. Nach dem Fall von Byzanz gab es eine Synode
in Moskau, die entschieden hat, dass der Metropolit damals noch in Kiew, dass der nicht mehr die Bestätigung des ökumenischen Patriarchen der orthodoxen Kirche benötigte, sondern dass die Zustimmung des russischen Großfürsten genügt. Damit machte man sich in gewisser Weise autark eigentlich, kann man sagen, von den Strukturen der bisherigen orthodoxen Kirche. Aber was daran wichtig war, ist, dass sozusagen dadurch eine ganz enge Bindung zur weltlichen Macht, also zum Großfürsten und später zum Zaren, zwangsläufig existiert. Sie waren davon abhängig, dass er gewissermaßen den Metropoliten, später den Patriarchen, unterstützte und ausrief, während ja so eine eher so, wie soll ich sagen, so eine universalistische Kirche wie die katholische ja doch sich sehr quer gegen nationalistische Tendenzen stellte, weil sie einfach einen universalistischen Anspruch hatte. Das war hier definitiv nicht so und die Verbindung halt zwischen weltlicher Macht, zwischen Zarentum und orthodoxer Kirche war extrem eng dadurch und das ist etwas, was wir nach wie vor übrigens in Russland und in der russischen Geschichte erleben. Also das ist ein absolutes Kontinuum seitdem. Und das Zweite ist, und böse Zungen können das vielleicht bis heute so auch fortführen, das Zweite ist, dass dieser orthodoxe Glaube selbst schon in Byzanz mit dem Basileus die weltliche Macht sakralisiert hat. Also der Kaiser, der Basileus in Byzanz, war nicht einfach nur ein weltlicher Herrscher, sondern er wurde, ich will nicht sagen, er war natürlich kein Gottkönig, aber er wurde sakralisiert, er wurde schon so ein bisschen religiös überhöht, fast so ein bisschen wie ein Heiliger behandelt. Und diese Staatstradition wurde in Russland übernommen und dementsprechend auch die besonders starke Stellung der Großfürsten, später der Zaren. Diese Überhöhung, die dadurch erwuchs. Das vielleicht sozusagen der eine strukturelle Aspekt, der interessant ist. Der zweite, sprechen wir mal ein bisschen über soziale Themen. Und zwar ganz wichtig für diese russische Entwicklung war der Konflikt der Großfürsten mit den Bojaren, mit den traditionellen Adligen gewissermaßen, gegen die sie den sogenannten Dienstadel stellten. Das ist eine Entwicklung, die wir in Europa durchaus auch hatten. Man nannte sie dort die Ministerialen, also kleine Adlige, die man mit, die sozusagen Ämter ausgefüllt haben und später sozusagen an Bedeutung gewannen und selber in den Hochadel aufstiegen. Hier ist aber so, dass das Konzept sehr, sehr eng an den Herrscher gebunden war. Kein Land ohne Dienst hieß es und fast alle Großfürsten haben versucht, also die Bojaren zu entmachten, zu verdrängen, zu beschneiden, sie zu einem direkten Dienstadel zu machen, zu einer direkten, also sie waren sozusagen direkt im Dienst verpflichtet. Das ist nochmal ein anderer Status als dieses Lehnswesen, was wir so kennen in Mitteleuropa. Das wurde sehr krass durchgezogen, insbesondere von Ivan dem IV., den Schrecklichen, der nicht umsonst so hieß. Diese eine Maßnahme, die berühmte Opritschnina, da hat er sozusagen große Gebiete vor allem im Norden gewissermaßen abgesondert, das ist das Wort, Opritschnina, und den Bojaren nicht nur weggenommen, sondern die wirklich massenhaft in Tausenden getötet und dafür seine Opritschniki eingesetzt, die dann so eine Art Terrorherrschaft dort entwickelt haben, denunziert haben, sich teilweise aber gegenseitig dann auch denunziert haben. Also das war eine wirkliche Zeit der grausamen Gewalt und des Terrors. Das ging dann auch irgendwann, wurde offiziell wieder abgesetzt. Also das war sozusagen so eine Extremform der Auseinandersetzung mit diesen Bojaren. So, das zweite Thema ist durch diese enge Bindung Dienstadel-Fürst war der Dienstadel sehr stark verpflichtet, halt bestimmte Kontingente zu stellen, bestimmte Abgaben zu leisten. Das führte dazu, dass sie dann auch ihre untergebenen, ich sag mal, in ihrem Gebiet liegenden Bauern sehr stark an die Kandare nahmen. Und jetzt hatte Russland ein Problem, das man sich heute kaum noch vorstellen kann, aber sie hatten einen massiven Arbeitskräftemangel, Bevölkerungsmangel. Also das Ganze war ja die Keimzelle Moskau. Wir haben diese riesigen Gebiete, die Steppengebiete, wo die Tataren herrschen. Die waren nahezu entvölkert, kann man sagen. Und das waren aber teilweise Gebiete mit großartiger schwarzer Erde. Und und jetzt gab es folgenden Effekt. Also die Bojaren,
hier im Gebiet um Moskau oder so, versuchten halt ihre Bauern auszupressen. Das Land war schlecht und die Bauern, nachdem hier sozusagen die Gebiete, die Grenzen einigermaßen gesichert waren, kamen die natürlich auf die Idee, warum sollen wir uns den Bojaren dort beugen? Lass uns doch abhauen und dort irgendwie ein neues, freies Leben beginnen. Das haben sie auch getan und das waren die sogenannten Läuflinge, das Läuflingswesen, ein großes Thema, das dazu führte, dass es am Anfang nur erlaubt war, irgendwie im Herbst sein Land zu verlassen und irgendwann später wurde es komplett verboten. Man durfte nicht weg, weg sozusagen von seinem Grund. Das war verboten den Bauern, selbst den selbstständigen Bauern. Das haben die trotzdem gemacht, dann wurden die gesucht, zurückgeholt, also krasse Situation, kann man sich nur vorstellen, aber das war ein riesen Problem. Und in dem Zusammenhang, da gab es noch andere Entwicklungen, das ist sozusagen jetzt die zweite große Entwicklung, diese Kleinbauern und Mittelbauern, die eigenes Land hatten, die waren früher landgebunden, das hatte ich erläutert, mussten halt Abgaben zahlen, aber das war trotzdem ihr Land. Aber aufgrund verschiedener Entwicklungen, die wir im Übrigen in auch östlich der Elbe in Europa, also in Mitteleuropa erlebt haben, gab es eine immer höhere Konzentration, eine immer höhere Abhängigkeit von den vom Dienstadel oder den Bojaren und es entwickelt sich zunehmend die Gutswirtschaft, die wir so auch kennen hier aus den ostpreußischen Gebieten und ostelbischen Gebieten. Das hier und hier vielleicht nochmal in krasserer Form, also eine echte Leibeigenschaft, also man war nicht landgebunden, sondern wirklich an den Gutsherr gebunden. Es näherte sich fast schon dem Sklaventum, was dort existierte. Und in dem Zusammenhang auch kein wirkliches Erstarken von Städten und das führte zu einem extremen Gefälle der Macht zwischen Großfürst, zwischen dem Zar und dem Rest der Bevölkerung. Es entwickelte sich kein ständisches Bewusstsein, so wie wir das in Europa erlebt haben, keine Gegenmacht zum Herrscher und das führte zu einer sehr starken Rückständigkeit dann bis in die Revolutionszeiten 1917, wo man ja gewissermaßen nur eigentlich die russische Revolution oder die sowjetische, nee, die russische, so muss man sagen, die Oktoberrevolution, war eigentlich nur in Russland möglich, weil nur dort konnte man, indem man in zwei, drei großen Städten die Macht übernahm, das ganze Land übernehmen, weil es eben kein wirklich selbstständige weitere Stände gegeben hat, wenn man das so sagen darf. Okay, das dazu als letztes vielleicht dieser Konflikt, in dem wir uns jetzt befinden, mit den Türken, näherte Russland dann im 17. Jahrhundert stark wieder an Europa an. Es gab schon zu Zeiten der Rus starke Kontakte, die brachen dann total ab. Auch die orthodoxe Kirche hat sehr stark sich abgeschottet, eine antirömische Politik gefahren, das waren als Heretiker und so weiter. Aber da gab es durchaus eine Annäherung und die Russen traten dann 1686, also tatsächlich so in unserer Zeit, der Antitürkenliga bei, die gegründet wurde vom Kaiser, von den Polen, von Venedig, und so weiter. Also das passt ganz gut, außer dass es hier zumindest keinen österreichischen Kaiser mehr gibt. In der Zeit kamen da auch immer mehr Offiziere in die russische Armee, um das Ganze zu modernisieren. Also es gab eine langsame Öffnung im Westen und Peter der Große war dann derjenige, der das sehr, sehr konsequent dann weitergeführt hat. Okay, das sei es zur russischen Geschichte gewesen. Jetzt wollen wir kurz einen Blick hier auf diese Situation werfen. Ich lasse nochmal im schnellsten Modus laufen, wie jetzt die Entwicklung war. Da kann man das kurz nochmal nachvollziehen. Wir sehen in etwa die historische Entwicklung. Moskau wird immer größer, bekämpft die Khanate, kämpft hier später auch gegen Litauen, kämpft sich sozusagen oder besiedelt den Osten. Das ist alles sehr, sehr historisch fast. Polen-Litauen entwickelt sich hier anders, aber im Wesentlichen ist das ähnlich. Und was wir gesehen haben, sie haben hier Gebietsgewinne gegen Litauen, aber wir haben auch gesehen, dass irgendwann die Osmanen dann tatsächlich, und das ist sozusagen das, was hier alternative Geschichte ist, die Osmanen haben selbst, glaube ich, das Krim-Khanat erobert und sind dann tatsächlich hier mit Gebietsgewinnen gen Russland vorgedrungen und stehen eigentlich zwei Provinzen vor Moskau. Das muss man sich klar machen hier in dieser Situation. Okay, das zur Zeitleise. Wir gucken uns nochmal nicht die Geschichte, sondern die Regenten an. Land und frühere Herrscher. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Wir sehen, wir haben die Rurikiden hier lange Zeit immer unterbrochen von Regentschaften. Bis
bis zuletzt, bis ins der Ivan der VI. War der letzte Rurikir bis ins Jahr 1668. Was dann passiert ist, ist unklar. Auf jeden Fall vielleicht aus, ja, sozusagen keine Nachkommen. Auf jeden Fall übernimmt jetzt die jetzige Dynastie und ja, es ist im Prinzip sowas wie die Romanows. Auch da gab es ja einen Wechsel, bloß früher. Die Retschitze, ich weiß nicht, vielleicht kann man es so aussprechen. Auf jeden Fall haben die seit 1668 hier den Zar gestellt mit Piotr dem I. Das ist auch so ähnlich wie Piotr Perwe. Und Semen der II., der ist der aktuelle Herrscher. Und jetzt gucken wir uns noch mal ein paar Eckzahlen an. Semen der II., 24 Jahre alt und ein Veruntreuer. Das sind vielleicht nicht so die besten Voraussetzungen. Das Ganze ist noch ein Fürstentum. Das ist interessant. Aber ich denke, dass das kommt, weil hier dieses neue System ja eingeführt wurde während des Spielstandes. Ich glaube, das hat zu ein paar Problemen geführt. Ich denke, oder es wurde gewählt von der KI, kann auch sein. Aber ich denke, die Entwicklungen waren ja weitestgehend ähnlich. Und gerade wenn wir Ambitionen haben, gegen die Osmanen vorzugehen, die ja Konstantinopel erobert haben, es spricht nichts dagegen, aufs Zarentum zu wechseln. Das bringt uns statt reduzierter Unruhe und etwas mehr Steuereinnahmen, bringt uns das plus 20% Rekrutenreserve, ganz wichtig für unser Ziel. Verringerte Autonomie, das ist auch ganz gut. Und vor allem plus 5 verfügbare Staaten. Das ist gerade für unser Land auch wichtig. Allerdings kostet es uns auch 10 Korruption, aber ich denke, wir werden das hier schon mal umsetzen. So, jetzt haben wir endlich einen Zar, nämlich Zar Semen der II. Diplomatisch sind wir verbunden mit den Tscherkessen und mit Japan. Naja, da müssen wir mal sehen. Ich denke, wir werden uns auf jeden Fall in die europäische Richtung bewegen, so wie das historisch auch getan wurde. Rivalen sind die Osmanen, die Ming und Transoxanien. Die finanzielle Situation sieht sehr solide aus, muss man mal sagen. Die Einnahmen sind hoch, vor allem durch Produktion und Handel. Es gibt keine Inflation. Also da kann man, denke ich mal, gut darauf aufbauen. Den Handel schauen wir uns dann später nochmal genauer an. Im Wesentlichen kommen die Warenströme aus Russland, aus Sibirien und werden dann hier abgeschöpft. Da kann man kaum noch was optimieren. Technologisch, auch das ist erfreulich, ist Russland absolut auf der Höhe der Zeit. Militärisch liegen sie sogar vor. Also da, das ist erstaunlich gelungen. Das war historisch mit Sicherheit nicht so. Gewählt wurde von der KI Wirtschaft und Handel, militärisch, defensiv und Qualität. Ich denke, das ist durchaus, darauf kann man aufbauen. Im Moment sind sie bei den Entdeckerideen. Tja, da weiß man nicht so recht, die religiösen Ideen. Okay, aber ich denke, das ist nichts Schlechtes insgesamt. Wir kommen nochmal zu einem Sonderpunkt nachher. Vielleicht nochmal zu den russischen Ideen selbst. Wir bekommen Rekrutenreserve plus 33%, Kostenkernprovinz minus 10%, Legitimität plus 1. Das ist sehr schön. Wir sind auch bei 100 Legitimität, also da ist alles sehr stabil. Land der Rus interessiert uns jetzt nicht mehr. Sibirisches Grenzland, das ist noch so eine besondere Mechanik, die aber jetzt auch nicht mehr relevant ist. Artillerie ist 10% Kampfstärke, das ist interessant. Einheitenlimit plus 50%, das ist entscheidend jetzt für unseren Kampf. Lebenslange Wehrpflicht. Mestnichestwo, das war so ein Ständesystem in der Armee, das wurde abgeschafft, dadurch reduzierte Korruption. Die Rangtabelle, genau, das gehörte auch dazu irgendwie, führt zu erhöhter Armeetradition, verringerten Beraterkosten und Lehrplan des Kadettenkorps, erhöhte Moral und Reduktion des gegnerischen Fernkampfschadens. Sehr schön. Die Missionen gucken wir uns auch später an. Hier bei den Entscheidungen und Richtlinien ist jetzt nichts Besonderes. Ansonsten alles ziemlich stabil, keine Kriegsmüdigkeit im Moment. Orthodoxer Glaube ist mit patriarchaler Autorität. Da können wir Ikonen später noch auswählen, die zu unserem Weg passen. Ansonsten die religiöse Einheit ist 100%. Wir sehen, wir können 267.000 Mann haben wir als Einheitenlimit. Das ist ordentlich. Damit kann man, glaube ich, ganz gut was anfangen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wir haben Untertan. Wir haben mit Samsche hier einen Juniorpartner in der Personalunion. Die sind auch orthodox. Ganz interessant hier am Schwarzen Meer für uns. Und wir haben zwei Handelshäuser. Koromandel und Südchina.
weil es noch weitere Besitzungen gibt, die vermutlich erkauft wurden. Hier im Süden von Indien, und zwar durchaus relevant. Was das soll, warum das jetzt handelstechnisch irgendwie helfen soll, ist mir nicht ganz klar. Naja, aber was natürlich der Wahnsinn ist, dass hier 50.000 Mann stehen, die müssen natürlich da weg. Das ist, hat jetzt absolut keine Priorität. Und hier in Taiwan, da gibt es auch russische Kolonien. Genau, ein Handelshaus. So, das ist eigentlich so erstmal der Stand der Dinge, das, was ich euch zeigen wollte. Ab der nächsten Folge geht es dann mit den ersten Entscheidungen los, wobei da viel, viel, viel Kleinkram zu erledigen ist. Also bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.